So, dann kann's ja losgehen. Sind wir soweit? Alles klar, Chef. Ich bin bereit, Chef. Wo ist denn Andreas? Ach du lieber Himmel. Er ist noch im Büro zum Notenkopieren. Ich hole ihn schnell. Mhm. Na, ich bin gespannt. Beide sind gleich gut. Ich könnte gar nicht sagen, wer es schafft. Na, Yvonne? Eingelebt? Gefällt's Ihnen in Deutschland? Ja, sehr gut. Danke. Und benimmt er sich auch anständig, der alte Gauner? Der Helmut ist ein guter Mann. Danke. Möchte ich ihm auch geraten haben. Ich hab's ihm ja gleich prophezeit, dass er nicht allein aus Ceylon zurückkommt. Wärst du alleine aus Ceylon zurückgekommen, wenn du sie kennengelernt hättest? Nee, natürlich nicht. Aber ich habe keine Zeit für endlose Urlaube. 14 Tage habe ich ihm freigegeben. Und den Auftrag, mir auch was mitzubringen wie Yvonne. Aber da hat er taube Ohren. Wenn die alle, die verreisen, was Süßes mitbringen, müssen wir anbauen. Andi, wo bleibst du denn? Ich bin gleich fertig. Hier, Konzert Nummer 3 von Wolfgang Amadeus Mozart, Werk 40, Allegro Maestoso. Der ist sehr schön. Sollten wir heute Abend mal vorspielen? Ja, aber jetzt komm endlich. Draußen warten alle nur auf dich. Es geht los. Gut, dann mach ich nachher weiter. Hast du schon gepackt? Ich gebe dir nachher noch was mit für die Reiseapotheke. Wir fahren nur bis Marokko und nicht an die Elfenbeinküste. Hat Herr Termühl ein Wort gehalten? 3000 Mark und der Rückflug, wie abgesprochen. Kann ich gut brauchen. Hoffentlich geht alles gut. Sascha, der den Konvoi leitet, hat die Tour schon 9 Mal gemacht. Ja, er wird sich schon die Gräten brechen, keine Ahnung. Liebe Kollegen, liebe Mitarbeiter, liebe Freunde und Familie. Am kommenden Sonnabend weihen wir das neue Bürgerhaus von Wilsheim ein. Ihr seid alle daran beteiligt und ich denke, wir können stolz auf das sein, was wir da geleistet haben. Termingerecht, ohne zu überziehen. Von den Überstunden will ich gar nicht reden, da habe ich natürlich zugesetzt. Aber das ist nun mal Unternehmerschicksal. Heute geht es darum, wer von euch stellvertretend für die Belegschaft am offiziellen Essen teilnimmt. Dem Festessen mit den Großkofferten, mit den feinen Herrschaften. Natürlich gibt es auch ein Essen für die Belegschaft. Das schmeckt sowieso besser, außerdem geht es gemütlicher zu. Ja. Aber für die offizielle Feier habt ihr Ali und Richard nominiert. Und nun wollen wir mal sehen, wer sich dafür qualifiziert. Wer versucht zuerst? Ali! 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 Richard! 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 Großen, hier ist ein 2-Mark-Stück. Conny Adenauer für Richard, der Adler für Ali. Lilo, würdest du bitte den Schiedsrichter spielen? Adler. Ali fängt an. Also jetzt, Richard. Thank you.
Gratuliere, Ali. Das zweifelhafte Vergnügen mit der Prominenz. Danke. Autobahn bis an die Pyrenäen, dann quer durch Spanien nach Gibraltar und rüber nach Tanga. Und dann sind es nur noch 2000 Kilometer. Nur noch ist gut. Schreibt mir wenigstens noch mal eine Karte aus Gibraltar, bevor ich in der Wüste verirre. Wir werden doch gar nicht in die Wüste geschickt. Übrigens habe ich vor, wiederzukommen. Nee, nee. Danke. Danke, Anni. Ich danke dir, dass du mich noch fahren lässt. Du fährst doch prima. Also, gute Nacht. Hey, ich glaube, ich sollte öfter verreisen. Untersteh dich. Michael, wenn du zurück bist, dann... Dann? Dann freue ich mich. Also bis morgen. Ich komme hin, wenn ihr startet. Ich gehe dann erst zur dritten. Nacht, Michael. Na? Ich hätte gedacht, Richard schafft es, aber Ali hatte die ruhigere Hand. Lego, ich muss nächste Woche nach Saarbrücken wegen der genormten Fensterrahmen aus Metall. Traust du dir das zu? Aber schön Wetter bestimmt. Aber ich mache keine kriminellen Sachen bei schlechter Sicht und so. Bald hast du Routine. Es gibt mutige Flieger, es gibt alte Flieger, aber es gibt keine alten, mutigen Flieger. Gut, gut. Frag deine Wetterforscher. Meine Frau, die Pilotin. Wann kaufen wir eine Maschine? Schau, wir können auch gut weiter chartern. Du brauchst dein Kapital. Die vielen Projekte, bis du noch schlafen kannst. Besser denn je. Gespannt auf die Bohrung. Der Spaß kostet mich 10.000 Mark. Schau, haben wir nicht ausgemacht, abends im Bett nichts Geschäftliches? Entschuldige, du hast recht. Also? Wann geht's denn los? Nächsten Montag. Du mit deiner Bohrung. Wenn er nichts findet? Dann bohre ich so lange, bis ich auf der anderen Seite wieder rauskomme in Australien. Die werden sich freuen, du Verrückte. Du hast sehr süß ausgesehen heute Vormittag bei der Baggergeschichte. Danke. Aber am Sonnabend hoffentlich auch bei der Einweihung. Ich habe mich für Freitag schon beim Friseur angemeldet. Muss ich schon morgen hingehen? Wozu? Ja, da kommen doch die Leute von der Abendpost. Die wollen eine Home-Story machen für die Wochenendausgabe. Oh, Jean, muss das sein? Stundenlang kein Privatleben. Die glotzen in jeden Winkel. Immer muss man Cheese machen. Wie viel Mann hoch? Eine Reporterin mit einer Fotografin. Reporterin? Ist sie hübsch? Am Telefon klang sie ganz hübsch.
Sascha ist mein bester Mann. Der fährt die Strecke im Schlaf. Na, hoffentlich nicht. Mit dem Zoll ist alles klar? Mhm. Karnäs sind in Ordnung. Und wann geht der nächste Transport? In 6 bis 7 Wochen. Da können Sie wieder was mitschicken. Ja, erstmal wollen wir den Transport hier gut ankommen lassen. Ah, oh, der ist so gut wie da. Dann wollen wir mal. Also ein Beinbruch, Sascha. Also, wie immer. Gruß an Hikmet. Wird geliefert, Chef. Ja. Wie immer. Es geht los. Tschüss, Anna. Mach's gut, Michael. Komm wieder, ja? Das wird dir nicht erspart bleiben. Vor dem originellen Brunnen hier. Du natürlich auch, Sohnemann. Komm, da. So. Schön. Oh. Oh, ja. Hast du es? Ja. Fröhlich, immer schön fröhlich. Sehr schön. Schauen Sie mal an. Ja. Wunderbar. Haben wir es? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein, ne? Ach, das wird ja entzückend. Aber lassen Sie sich ruhig Zeit, wir machen erst die Aufnahme im Wohnzimmer. So, was haben wir denn hier? Ah ja, das ist die reizende kleine Küche. Hm? Gut. Kommen Sie doch, kommen Sie. So, jetzt mal das Ehepaar hier am Rauchtisch in angeregter Unterhaltung. Hm? Ach, ist die hübsch. Kriegen wir die drauf, Sonja? Die Platte spiegelt zu stark. Ach komm, versuch's mal. So, Herr Ziegler, Sie erzählen Ihrer Frau gerade von einem neuen Riesenprojekt. Und dazu soll ich lächeln. Ja, natürlich, Sie freuen sich doch. Ja, komm, komm, fangen wir an, ja. Also, groß, ne? Breit. Sehr weit, ja. Und du bist tief auspacken, tief runter, ja. Ja, in die Kamera gucken, Herr Ziegler. Immer schön in die Kamera. Ja, und wird ein Riesenwolkenkratzer. Hoch hinaus. Ja, und Sie freuen sich, Sie freuen sich. Sie sind stolz auf Ihren Mann. Er ist ein Baulöwe, ein Gigant, ein Tycoon. Ja, fabelhaft, wunderbar, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ach ja, richtig, der Flügel. Ihr Sohn hat doch Klavierunterricht, ne? Kommst du mal, Sebastian? Komm, setz dich mal an. Andreas. Andreas, ja. Spielst du uns mal ein paar Takte? Muss ich. Es tut ja nicht weh, Andreas. Dauert ja auch nicht lange. Siehst du, spiel uns ein bisschen was von Mozart, hm? Hört man das auf dem Foto? Na und ob, das kommt auf dem Bild zum Ausdruck, was du spielst und ob du wirklich spielst. Ja, und die Mutti, kommen Sie mal rüber. Die Mutti stellt sich zum Flügel und blättert die Noten um, ja? Und der Papa hört stolz zu. Rüber? Sie auch? Okay. Ja. So, okay. Und immer schön lachen, strahlen. Sie freuen sich doch. Ja, sehr schön. Frau Ziegler, blättert Sie jetzt mal die Noten um? Immer in die Kamera gucken, immer schön in die Kamera gucken. Herr Ziegler, streichen Sie den kleinen Sebastian, dem Andreas doch mal was ab. Danke. Gut, wunderbar. Oh, und das Regal ist ja interessant. Herr Ziegler, erläutern Sie uns doch mal, was man da sehen kann. Ein Bauunternehmer ist immer ein halber Archäologe. Übrigens kann man Ausgrabungsstätten sehr gut aus der Luft erkennen. Meine Frau ist Pilotin, vielleicht machen Sie mal einen Rundflug mit. Ach, wissen Sie, da genügen ein paar Aufnahmen auf dem Flugplatz, wie Sie beide einsteigen oder so. Sonst brauchen wir sowieso eine Luftbildgenehmigung. Gut, das können wir später machen. Hier, vor allem Ölkännchen und Lampen aus der Römerzeit. Ja, die haben sich auch hier nach germanischen Mädchen umgeguckt. Wer weiß, vielleicht haben Sie und ich einen gemeinsamen Urgroßvater. Wäre das so schlimm? Das könnte nichts schaden. Sehen Sie hier, ein Militärziegel mit den schmückenden Attributen der 22. Legion. Hier haben die Hilfstruppen zur Überwachung des Limes gelegen. Gelegen kann man wörtlich nehmen. Es waren kampferprobte und liebeserfahrene Soldaten, schwarze Kerle, gut aussehend. Wir haben vielleicht aus diesen Bechern Wein getrunken.
Jede Ausschachtung, die wir vornehmen, ist eine archäologische Expedition. Da vielleicht Reste eines Philosophen- oder Gladiatorenmosaiks. Ja, bei größeren Funden ziehen wir natürlich Fachleute hinzu. Und das da hat vielleicht zu einer spätantiken Totengabe gehört. Da findet man Goldschmuck und Schminkutensilien. Ja, schon damals haben sich die Frauen gerne schön gemacht. Und einmal sind wir auf ein Brandgrab, auf ein römisches gestoßen. Mit einer Münze, die Charon, den Fährmann des Totenreiches, zeigt. Das ist ja wirklich faszinierend. Vielleicht komme ich da mal wegen einer gesonderten Reportage auf Sie zu. Gerne. Meine Damen und Herren, endlich hat unser Wilsheim sein Bürgerhaus. Einen Ort, der die Menschen aus der selbstgewählten Isolation vor dem Bildschirm herausführt und hier zusammenbringt. Jawohl, zusammenbringt, denn das ist wichtig in dieser Zeit. Unser Bürgerhaus steht allen offen. Verbänden, Vereinen, kulturellen Veranstaltern, Parteien. Wilsheim soll Wilsheim bleiben, trotz allem. Und deswegen erteile ich jetzt dem Altbürgermeister Herrn Erlemann das Wort. Meine Damen und Herren, liebe Wilsheimer, unternehmerische Initiative, der Wille der Bürger und die Hilfe der Stadt, zu der wir nun gehören, haben Wilsheim zu einem Zentrum verholfen, das seine Bürger, seine Einwohner annehmen werden und mit dem sie sich identifizieren können. Dem Baudezernenten, ich darf sagen, unserer Stadt Frankfurt, Herrn Dr. Philipp, und dem Leiter der Stadtplanung, Herrn Lechner, Dank für tatkräftige Unterstützung und Mithilfe. Mögen wir uns hier oft und immer wieder begegnen. Ich danke Ihnen. So hat es ausgesehen in der sogenannten guten alten Zeit. Aber die ist vorbei. Und jetzt sehen wir uns mal das Wilsheim von morgen an. Bitte da drüben. So könnte das Ortszentrum aussehen, mit einem neu gestalteten Kirchplatz, mit Postamt, Bank, Hotel, Geschäften, Wohnungen, aber nicht als Betonklotz,
sondern als aneinandergereihte Gebäude mit fränkischen Giebeldächern. Auch das werden wir gemeinsam schaffen. Ja? Dann setzen wir unsere Reportage fort. Na, Herr Ziegler, zufrieden? Herr Lautengast, wären Sie das nicht auch heute? An meiner Stelle? Es sieht so aus, als würde Wilsheim bald endgültig Ihr Privateigentum werden. Das ist es nicht und das wissen Sie auch genauso gut wie ich. Nach meiner Einschätzung übernehmen Sie sich ein bisschen. Haben Sie keine Angst vor der Zukunft? Ich passe auf, Herr Lautengast. Dieses Spiel ist ein gefährliches Spiel. Ich kann verantworten, was ich tue. Hoffentlich. Ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Guten Tag, mein Herr. Was haben Sie denn Schönes zu verkaufen? Asterix und Obelix oder tolle Glasmummeln. Jean, das ist doch mein Armband, das du mir zu meinem ersten Alleinflug. Andi? Aber es lag im Waschkeller rum. Na eben, da habe ich es abgenommen. Das ist ein Vermögen wert. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber es lag eben so rum. Und die Krawatten? Das sind doch Jeans Krawatten. Nur drei. Ich habe eben so wenig Ware. Also. Mein Herr, was kostet deine Krawatte? 1 Mark. Das ist ja geschenkt. Ich nehme sie alle drei. Was? Das habe ich Djokovic spenden lassen. Sie haben ihn zum ersten Vorsitzenden des Tennisvereins gewählt. Das ist dein Tag schon. Ah. Und deiner. Nein, deiner. Jetzt hast du es geschafft. Nein, nein. Jetzt fängt alles erst richtig an. Thank you.
losgehen? Wir sind soweit, ja. Bin ich aber gespannt. Haben Sie denn schon Ihre Genehmigung? Ja, die ist so gut wie unterwegs. Hoffentlich gibt es keinen Ärger. Keine Sorge, wenn ich was anfange, dann gibt es keinen Ärger. Öl? Was meinst du, Andreas? Auf der Felsenwiese. Mein Vater bohrt da, also Lesbohren. Jetzt haben wir eine Ölquelle getroffen. Bist du sicher? Ach du Scheiße, hat der Bohrmeister geschrien. Öl, wie in Dallas. Jetzt werden wir meinen Vater J.R. nennen. Wieso? Na, J.R. John Richard Ziegler. Es ist wie in Texas. Ja, das scheint mir auch so. Wie auf das Haus vorgerät. Joanne kommt auch. Und Cliff Barnes. Sonst kann Andreas nicht erzählen. Entschuldigen Sie, sind Sie mit der Maschine aus Tanga gekommen? Ja. Wissen Sie, ob nach Ihnen noch Passagiere kommen? Nein, ich glaube, wir waren die Letzten. Sie warten auch? Aber es kommt wohl keiner mehr. Das gibt's doch nicht. Auf wen warten Sie denn? Auf meinen Sohn, der hat einen LKW nach Marokko gefahren. Na, mein Freund auch. Sie wollten noch mit der Maschine kommen. Sonst war er immer so pünktlich. Nur diesmal hat er sich von unterwegs kein einziges Mal gemeldet. Kein Öl? Scheiße. Na, ist doch wahr. Die ganze Klasse freut sich. Jetzt sind wir nicht für die Ewings. Pech, Andi. Es wird nichts draus. Was war's denn? Es war doch Öl. Ja, aber es kam aus einem verrotteten Tank. Gott sei Dank war es nicht viel. Wir haben den Dreck abgepumpt. Die tieferen Schichten sind nicht verunreinigt. Wir bohren weiter. Möchte unbedingt... Entschuldigt. Andi, was ist denn? Michael ist nicht gekommen. Steht der vor kurzem eingeweihte Museumsbau, mit dem die ohnedies schon reiche Berliner Kultur... Ja, aber das ist doch... Und der andere ist auch nicht gekommen. Ja, und nun? Ja. Anni, danke. Wenn du was hörst, ruf sofort an. Sie waren am Flughafen, Michael ist nicht gekommen. Wahrscheinlich kommt er morgen. Sicher haben die einen Tag länger gebraucht bei der Strecke. Ist dir klar, was auf so einer Fahrt alles passieren kann? Ach, Friedrich, natürlich. Aber schließlich ist Michael ein guter Fahrer. Und außerdem, wenn wirklich was passiert wäre, dann hätte uns dieser Termühlen doch verständigt. Du hast vielleicht Nerven. Ich rufe den Kerl mal an. Mir hat dieses Unternehmen von Anfang an nicht gefallen. Ach, nur warte erst mal ab. Na, erst mal kommt er überhaupt nicht. Natürlich kann er da. Ich glaube, die Privatnummer steht auch auf dem Zettel. Ja, danke, ich sehe schon. Hoffentlich weiß er was. Bitte, da haben wir es. Was denn? Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Hallo, Friedrich. Was ist mit Michael? Keine Ahnung, er war nicht in der Maschine. Das weiß ich auch. Und? Beunruhigt dich das gar nicht? Nein, bis jetzt noch nicht. Natürlich, du bist ja auch nicht sein Vater. Friedrich, bei der Strecke, das sind x-tausend Kilometer, sie werden sich verspätet haben. Wenn's das nur ist? Und wenn er einen Unfall gebaut hat? Du sitzt doch sofort im Gefängnis dort unten. Soll ich dir was sagen? Wenn Michael was passiert ist, bist du schuld? Friedrich. Du hast ihn doch reingehetzt in das Abenteuer. Quatsch. Er hat den Job nur übernommen, weil du ihm das aufgeschwatzt hast. Und warum?
Damit er verdient. Nein, du willst ihn bloß rüberziehen zu dir. Du willst ihn vereinnahmen. Glaubst du, ich merke das nicht? Friedrich. Na, du hoffst doch nicht mehr auf Andreas für deine Firma. Du brauchst einen Nachfolger, einen Statthalter, einen Erben. Ach, komm, Friedrich. Trinken wir erstmal einen. Ist doch Unsinn. Du hast Angst um Michael. Das ist ja verständlich. Aber wir sitzen beide in einem Boot. Ja, ich in einem alten Kahn und du in einer Luxusjacht. Ach so, das ist es. Aber du willst doch gar nicht mehr. Ich denke, du bist zufrieden. Bin ich. Schon gut. Sag mal, ist dieser Thermüdel-Ast rein? Wie kommst du denn da? Ich wollte ihn anrufen. Sein Telefon ist außer Betrieb. Das nützt nichts. Wieso? Sind Sie auch von der Kripo? Nein, warum? Die war schon zweimal da. Hier kommen andauernd Leute. Die meisten wollen Geld. Sie auch? Nein. Und Herr Termühl? Der ist seit vorgestern nicht mehr aufgetaucht. Weiter, ich habe mir den Finger gestochen. Schon gut. Typisch, elektronisch mit 24 Programmen. Tut es sehr weh? Nicht weiter schlimm. Nur die Fingerspitze. Da kommt ein Pflaster drauf und fertig. Ich wollte euch nicht erschrecken. Das muss aber ganz schön wehtun. Die Nadel ist ja abgebrochen. Urit an Ukallim al-Muhendis Hamadi Abdurrahman. Ziegler, Frankfurt, Alemannia. Name? Anna Antadir. Hamadi? Hier spricht Jean. Mann, ist das gut, deine Stimme zu hören. Hör zu, du musst mir helfen. Aber es muss doch in Ihrem Amt eine zuständige Stelle geben für Personen, die im Ausland vermisst werden. Na also, dann verbinden Sie mich bitte mit dem Herrn. Ich warte. Ja, ich hätte gerne die Nummer des deutschen Generalkonsulats in Tanger. Ja, knapp, Büro Ziegler. Ich hätte gerne gewusst, ob auf der 339 heute von Casablanca und Tanger nach Frankfurt Herr Michael Erlemann gebucht ist. Herr Tokowitsch, gut, dass ich Sie erreiche. Ja, ja, ich habe da ein Geschäft mit einem Jan Termühlen laufen, Kraftfahrzeughandel und Export. Ich brauche Auskunft über seine Finanzlage, das Geschäftsgebaren der Firma und so weiter. Können Sie mir da helfen? Das ist ziemlich wichtig für mich. Ja, der Vorname ist Jan. Jan Termühlen. Ja, vielleicht gibt's ja auch eine Botschaft oder es ist nur ein Konsulat. Ich weiß, dass Sie normalerweise keine Auskünfte geben, aber hier handelt es sich möglicherweise um einen Unfall oder ein Verbrechen. Was ist denn, Lilo? Komisch. Der Finger tut mir so weh. Kunststück mit der Nähmaschine. Dabei ist die Wunde gar nicht entzündet. Morgen ist das besser. Machst du deine Flugvorbereitung? Meinst du denn, wir können weg? Wir müssen, es hängt zu viel ab von dem Termin. Und wenn du fliegst, dann sind wir auch am schnellsten wieder hier. Keine Neuigkeiten? Ich habe alles getan, was man zurzeit tun kann. Ich habe sogar Hamadi angerufen. Und? Er wird sich kümmern. Kann er denn das? Jedenfalls besser als wir.
Da unten läuft alles anders, weißt du. Marokko ist nicht Mitteleuropa, aber auch nicht Zentralafrika. Ne? Alles in Ordnung? Mhm. Ziegler. Hamadi? Was ist? Bist du ganz sicher? Ja, ich danke dir. Ruf im Büro an, wenn du was erfährst. Ich bin morgen unterwegs, aber ich stehe mit dem Büro in Verbindung. Ja, danke. Gute Nacht. Weiß er was? Sicher ist nur, dass sie gar nicht bis ans Ziel gekommen sind. Möglicherweise werden sie irgendwo festgehalten. Hamadi hat einen wichtigen Mann. Er fährt es morgen. Du hast also auch Angst? Natürlich. Klärt sich alles auf. Hoffentlich. Wenn ihm nur nichts passiert ist. Naja, es muss ja nicht. Die Frauen sitzen zu Hause und machen Telefondienst. Na, was ist? Der Bach schon umgekippt? Ist nicht. Aber wenn es lang genug geregnet hat, dann läuft das Klärwerk oben über und du bewässerst dein Feld damit. Deswegen lasse ich doch das Wasser untersuchen. Welche Kolibakterie. Die waren froh, dass ich ja schon mal drin. Und wenn es wieder so ist? Ich will es nicht hoffen. Du lieber Himmel, da kann die ganze Landwirtschaft zumachen. Aber bei dem Blei überall und den Schadstoffen? Du bist gut. Aber solange ihr euer eigenes Zeug noch fresst. Du bist da. Aber mir doch nicht. Wir kaufen im Bioladen. Albrecht. Ja, so weit ist es noch nicht. Aber wenn das so weitergeht. Wir sollten da oben ein anständiges Klärwerk bauen. Da wisst ich schon, wer es baut. Nein, nein, der hat genug zu tun. Wo sind wir? Leicht ist der Erbeskopf Iderwald, 2684 Fuß. Also ungefähr 900 Meter. Wie du das kannst. Schau. Lilo, was ist? Lilo! Ich übernehme gleich. Gott sei Dank. Entschuldige bloß. Die Schmerzen. Ich bin gleich wieder da. Wind aus 270 Grad mit 15 Knoten. Sehr schön. Dem Wetter. Macht 7,20 Mark Landegebühr. Lilo, hör mal. Wilsheimer Baufirma im Zwielicht. Bau- und Behördenskandal aufgedeckt. Bauland zu Schleuderpreisen von großer der Stadt. Großer Gott, Jean. Ah, das klären wir später. Jetzt fahren wir erstmal ins Krankenhaus. Herr Krusche, kann ich die Zeitung mitnehmen? Ach, das? Ja. Dankeschön. Lassen Sie sich mal nicht verrückt machen.
Dem lauten Gast gehören doch auf die Finger. Aber davon habe ich keine Ahnung gehabt. Darf ich das mal Ihrem Mann zeigen? Natürlich. Herr Ziegler? Ja? Wollen Sie mal sehen? Danke. Ach du meine Güte. Die Nähnadel. Das abgebrochene Stück. Also, dass Sie das so lange ausgehalten haben, Respekt. Ja und? Was nun? Ach, kein Problem, das machen wir ambulant. Sie können Ihre Frau gleich wieder mitnehmen, wenn es vorbei ist. Oder wollen Sie noch mal wiederkommen? Ich habe was zu lesen dann. Also, mein Schatz, bis später. Seid tapfer. Hm. Ach, Herr Doktor, ja. Könnten Sie mir die Aufnahme später überlassen? Ja, ja. Danke. Das war eine abgekartete Sache. Herr Mühlen hat seine Spezies unter den Zöllnern gehabt, die gespickt wurden, damit die Importzölle wegfallen. Dadurch hat er ja die Wagen so gut absetzen können. Sag mal, wussten deine Kollegen Bescheid? Sascha schon. Der hat den Leuten die Kuverts ja zugesteckt. Aber diesmal ist die Sache aufgeflogen und wir waren dran. Ja, habt ihr ihnen denn nicht gesagt? Christian und ich wussten ja noch nicht mal, warum wir verhaftet worden sind. Und Zeit spielt da unten ja keine Rolle. Wie haben sie euch behandelt? Ach, es ging. Hamadi hat uns rechtzeitig rausgeholt. Ich hätte euch ja auch gerne Bescheid gegeben, aber wisst ihr was über Termühlen? Ja, Jean hat sich erkundigt, aber leider viel zu spät. Naja, alles, was man sich so wünscht. Ein paar Vorstrafen, ein paar Pleiten und ein riesen Schuldenberg. Verdammt, die Durchgangsstraße. Das hätte ich gerne noch geschafft als Bürgermeister. Dieser Lautengast. Ein Dreckskerl. Das mit der Eingemeindung hat er immer noch nicht verkraftet, deshalb will er mir an den Wagen, aber da hat er sich geschnitten. Was ist mit dieser Grundstücksangelegenheit? Ich war doch noch nicht im Bauamt, ich kenne den Vorgang nicht. Blödsinn. Die Stadt macht mir kein Baulandgeschenk in Millionenhöhe. Wir haben das Gelände einer stillgelegten Fabrik aufgekauft und für die Neubauten Antrag auf gewerbliche Nutzung gestellt. Diese Bauvoranfrage wurde positiv entschieden, aber es gab für das anschließende Gelände noch keinen verbindlichen Flächennutzungsplan. Und ein erst später von der Stadt verabschiedeter Entwurf sah für das gesamte Areal den Bau einer kleinen Trabantensiedlung im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus vor. Und dann erst hat man uns mit Grünland entschädigt, um den Verlust der Umwidmung auszugleichen. Also alles in Ordnung. Und der nicht genehmigte Ausbau der Dachgeschosse in den Reihenhäusern? Aber Anni, wenn die Leute das Dachgeschoss nachträglich ausbauen, dafür kann ich doch nichts. Aber du baust sie dann aus. Also alles halb Wahrheit, hm? Ich wehre mich mit allen Kräften. Morgen früh bin ich bei Hitzstein. Armer Michael. Mhm. Er war ja nicht gerade im Sanatorium. Aber vom Gefängnis erzählst du mir morgen, ja? Gute Nacht allerseits. Nacht, Michael. Bring dich mal nach Hause. Tschüss, Anni. Tschüss. Ich bestell das Blättchen morgen erstmal ab. Der Mann hat's ja auch nicht leicht. Er wohnt schließlich neben einer Baufirma. Schön, dass du wieder da bist. Finde ich auch. War es schlimm? Schon vergessen. Hast du bei uns zu Hause vorher nicht gegähnt?
Jetzt bist du nicht mehr so müde, hä? Nee, gar nicht mehr. Morgen, Leute. Morgen. Chef. Keine Zeit, Ali. Chef. Mein Film ist pleite. Wir arbeiten umsonst. Wir haben Skandal, Spaß. Blödsinn. Dein Vater hat krumme Sachen gemacht. Steht ja sogar in der Zeitung. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Und das würde beweisen. Stimmt doch. Steht ja sogar in der Zeitung. Was gedruckt ist, ist wahr. Lüge. Mein Vater macht sowas nicht. Das hat sich der Lautengast ausgedacht. Mein Vater sagt, dass es stimmt. Und er muss es wissen. Er sagt, dein Vater kommt ins Gefängnis. Gäste. Herr Edstein, bitte sehr. Womit kann ich dienen? Es geht um die Angelegenheit Jean Ziegler. Sie haben sicher gestern und heute meine Beschuldigungen in der Region gelesen. Ja. Ich möchte Sie bitten, meine Interessen in dieser Angelegenheit wahrzunehmen. Ich bedauere, Herr Lautengast. Wie meinen Sie? Ich vertrete Herrn Jean Ziegler in allen juristischen Angelegenheiten schon seit Jahren. Bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung werden Sie mich also auf der Gegenseite finden. Dann werde ich mir einen anderen Beistand suchen müssen. Herr Edstein, Sie werden von uns hören. Ja, bis zur dritten. Tschüss. Tschüss. Ist sowieso nur noch Formsache. Ich pack's mit zwei Einzelnen und kann sich auch nicht mehr viel ändern. Du, Anni? Ja? Hast du ausgeschlafen? Nein, Lilo. Überhaupt nicht. Tschüss. Tschüss. Tag, Anja. Ich brauche mal wieder einen Ring. Hoffentlich für deine Frau. Selbstverständlich. Dann bin ich auch nicht eifersüchtig. Habt ihr was zu feiern? Ja, sie hat einen schwierigen Flug großartig hingekriegt. Dann wollen wir mal sehen. Mhm. Du hast Nerven. Kaufst hier einen Ring, während der Lautengast dich fertig machen will. Ja. Das ist nicht lustig, Anja. Zu Hause das Telefon tot und in der Firma, da kriegen die ersten Lieferanten bereits kalte Füße. Was den Hauptpunkt angeht, gibt mir die Stadt volle Rückendeckung. Und jetzt ist blöderweise noch diese Termühlen-Geschichte dazugekommen, aber da kann ich nachweisen, dass ich nichts gewusst habe. Klar, bis die Michael ja nicht bewusst da reingeschickt haben. Eben. Jean, ich glaube, diesmal sind die Leute auf deiner Seite. Wie meinst du das? Ich habe gehört, die Region hat schon 50 Abbestellungen. Das ist doch wunderbar, Anja. Also, der Ring darf was kosten. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Herr Ziegler, immer so stürmisch? Ja, immer. Da muss man sich ja vorsehen. Ich sehe, ich bin zu selten auf dem Tennisplatz. Naja, jetzt haben wir ja bald eine eigene Anlage. Wir tun unser Bestes, dass sie bald fertig wird. Jetzt noch mehr als bisher. Was macht die Fliegerei? So schnell wie Ihre Frau packe ich es nicht. In 3 Wochen habe ich Prüfung. Ah, Montag, Dienstag, Mittwoch? Ich hoffe, bis dann nicht mehr. Mein Mann wartet drin. Ich glaube, er hat gute Nachrichten. Danke. Wiedersehen. Wiederschauen. Aufgrund des Pressegesetzes sind wir gehalten, Gegendarstellungen zu veröffentlichen, selbst wenn ihr Wahrheitsgehalt nicht bewiesen ist. Nachfolgend also die Darstellung der Baufirma Jean Ziegler zu unserem gestrigen Bericht Baufirma im Zwielicht. Bau- und Behördenskandal aufgedeckt. Bauland zu Schleuderpreisen von der Stadt. Die Firma äußert sich über ihren Rechtsbeistand mit Edstein wie folgt. Wie ist der Name? Das habe ich laut und deutlich gesagt. Edstein. Und dann diesen Wisch.
Entschuldige, mein Schatz, ich wollte pünktlich sein. Schon gut, wie sieht's aus? Ausgezeichnet. Es wird gar kein Verfahren gegen uns eröffnet. Wir kriegen die Akten zurück und Itzstein erwägt Gegenklage wegen Verleumdung und Geschäftsschädigung einer Riesensumme. Ist Lautengast damit erledigt? Itzstein will ihm nur ein bisschen Angst machen. Jean, weshalb hast du mich hierher bestellt? Na, hör mal, es muss doch gefeiert werden, oder? Außerdem wollte ich mich bei dir bedanken für den Saarbrückenflug. Hoffentlich gefällt er dir. Es waren eine Menge Anrufe. Ich habe sie alle notiert. Danke, Luise. Sehe ich mir gleich an. Sieh mal, Luise. Jean verwöhnt mich. Oh. Hat er ein schlechtes Gewissen? Deine Kommentare immer. Und Herr Eschesheimer war da. Er sagte, ihr sollt mal ins Schwimmbad schauen. Ja, richtig, Lilio. Komm. Oh, Jean, was ist da schon wieder? Du wirst schon sehen. Komm, komm, komm. Ich muss dir was zeigen. Wie gefällt dir das? Oh Jean, du bist ein Kind. Wer fehlt? Stefan und Sandra. Und Andi. Wisst ihr, weshalb Stefan Wasser, heute... Wasser! Wieso? Was ist los? Ein Rohrbruch? Nein, unser Bohren. Wir sind auf Mineralwasser gestoßen. Echtes, Gutes. Man wird gesund davon. Also nur, wenn man es trinkt. Und das ist erwiesen? Ja, wissenschaftlich. Mein Vater hat eine Analyse machen lassen. Es hilft gegen Rheuma und Arthrose und Frauenleiden und Gicht. So. Und was ist drin in eurem Mineralwasser? 552 Milligramm Natrium, 121 Milligramm Magnesium, 90 Calcium, 33 Kalium und noch viel, viel mehr. Noch 7 weitere. Und immer wieder begegnen. Ich danke Ihnen. So hat es ausgesehen in der sogenannten guten alten Zeit. Aber die ist vorbei. Und jetzt sehen wir uns mal das Wilsheim von morgen an. Bitte da drüben. So könnte das Ortszentrum aussehen, mit einem neu gestalteten Kirchplatz, mit Postamt, Bank, Hotel, Geschäften, Wohnungen, aber nicht als Betonklotz, sondern als aneinandergereihte Gebäude mit fränkischen Giebeldächern. Auch das werden wir gemeinsam schaffen. Ja? Dann setzen wir unsere Reportage fort. Na, Herr Ziegler, zufrieden? Herr Lautengast, wären Sie das nicht auch heute? An meiner Stelle? Es sieht so aus, als würde Wilsheim bald endgültig Ihr Privateigentum werden. Das ist es nicht und das wissen Sie auch genauso gut wie ich.
Nach meiner Einschätzung übernehmen Sie sich ein bisschen. Haben Sie keine Angst vor der Zukunft? Ich passe auf, Herr Lautengast. Dieses Spiel ist ein gefährliches Spiel. Ich kann verantworten, was ich tue. Hoffentlich. Ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Guten Tag, mein Herr. Was haben Sie denn Schönes zu verkaufen? Asterix und Obelix oder tolle Glasmummeln. Jean, das ist doch mein Armband, das du mir zu meinem ersten Alleinflug... Andi? Aber es lag im Waschkeller rum. Na eben, da habe ich es abgenommen. Das ist ein Vermögen wert. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber es lag eben so rum. Und die Krawatten? Das sind doch Jeans Krawatten. Nur drei. Ich habe eben so wenig Ware. Also. Mein Herr, was kostet deine Krawatte? 1 Mark. Das ist ja geschenkt. Ich nehme sie alle drei. Ich glaube, ich sollte öfter verreisen. Untersteh dich. Michael, wenn du zurück bist, dann... Dann? Dann freue ich mich. Also bis morgen. Ich komme hin, wenn ihr startet. Ich gehe dann erst zur dritten. Nacht, Michael. Na? Ich hätte gedacht, Richard schafft es, aber Ali hatte die ruhigere Hand. Mhm. Lilo, ich muss nächste Woche nach Saarbrücken wegen der genormten Fensterrahmen aus Metall. Traust du dir das zu? Aber schön Wetter bestimmt. Aber ich mache keine kriminellen Sachen bei schlechter Sicht und so. Bald hast du Routine. Es gibt mutige Flieger, es gibt alte Flieger, aber es gibt keine alten, mutigen Flieger. Gut, gut. Frag deine Wetterforscher. Meine Frau, die Pilotin. Wann kaufen wir eine Maschine? Schau, wir können auch gut weiter chartern. Du brauchst dein Kapital. Die vielen Projekte. Bis du noch schlafen kannst. Besser denn je. Gespannt auf die Bohrung. Spaß kostet mich 10.000 Mark. Schau, haben wir nicht ausgemacht, abends im Bett nichts Geschäftliches? Entschuldige, du hast recht. Also? Wann geht's denn los? Nächsten Montag. Du mit deiner Bohrung. Wenn er nichts findet? Dann bohre ich so lange, bis ich auf der anderen Seite wieder rauskomme in Australien. Die werden sich freuen, du Verrückte. Du hast sehr süß ausgesehen heute Vormittag bei der Baggergeschichte. Danke. Und am Sonnabend hoffentlich auch bei der Einweihung. Ich habe mich für Freitag schon beim Friseur angemeldet. Muss ich nicht schon morgen hingehen? Wozu? Ja, da kommen doch die Leute von der Abendpost, die wollen eine Home-Story. Und? Er wird sich kümmern. Kann er denn das? Jedenfalls besser als wir. Da unten läuft alles anders, weißt du. Marokko ist nicht Mitteleuropa, aber auch nicht Zentralafrika.
alles in Ordnung? Mhm. Ziegler. Hamadi? Was ist? Bist du ganz sicher? Ja, ich danke dir. Ruf im Büro an, wenn du was erfährst. Ich bin morgen unterwegs, aber ich stehe mit dem Büro in Verbindung. Ja, danke. Gute Nacht. Weiß er was? Sicher ist nur, dass sie gar nicht bis ans Ziel gekommen sind. Möglicherweise werden sie irgendwo festgehalten. Hamadi hat einen wichtigen Mann. Er erfährt es morgen. Du hast also auch Angst? Natürlich. Sich alles auf. Hoffentlich. Wenn ihm nur nichts passiert ist. Naja, es muss ja nicht. Die Frauen sitzen zu Hause und machen Telefondienst. Na, was ist? Der Bach schon umgekippt? Ist nett. Aber wenn es lang genug geregnet hat, dann läuft das Klärwerk oben über und du bewässerst dein Feld damit. Deswegen lasse ich doch das Wasser untersuchen. Welche Kolibakterie? Die wahre Frage ist ja schon mal drin. Und wenn es wieder so ist? Ich will es nicht hoffen. Du lieber Himmel, da kann die ganze Landwirtschaft zumachen. Aber bei dem Blei überall und den Schadstoffen. Du bist gut. Aber solange euer eigenes Zeug noch fresst. Bist du? Aber mir doch nicht. Wir kaufen im Bioladen. Albrecht. Na, so weit ist es noch nicht. Aber wenn das so weitergeht. Wir sollten da oben ein anständiges Klärwerk bauen. Da wisst ich schon, wer es baut. Nein, nein, der hat genug zu tun. An meiner Stelle? Sieht so aus, als würde Wilsheim bald endgültig ihr Privateigentum werden. Das ist es nicht und das wissen Sie auch genauso gut wie ich. Nach meiner Einschätzung übernehmen Sie sich ein bisschen. Haben Sie keine Angst vor der Zukunft? Ich passe auf, Herr Lautengast. Dieses Spiel ist ein gefährliches Spiel. Ich kann verantworten, was ich tue. Hoffentlich. Ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Gut. Guten Tag, mein Herr. Was haben Sie denn Schönes zu verkaufen? Asterix und Obelix oder tolle Glasmummeln. Jean, das ist doch mein Armband, das du mir zu meinem ersten Alleinflug. Andi? Aber es lag im Waschkeller rum. Na eben, da habe ich es abgenommen. Das ist ein Vermögen wert. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber es lag eben so rum. Und die Krawatten? Das sind doch Jeans Krawatten. Nur drei. Ich habe eben so wenig Ware. Also. Mein Herr, was kostet deine Krawatte? 1 Mark. Das ist ja geschenkt. Ich nehme sie alle drei. Thank you.
Gratuliere, Ali. Das zweifelhafte Vergnügen mit der Prominenz. Danke. Autobahn bis an die Pyrenäen, dann quer durch Spanien nach Gibraltar und rüber nach Tanga. Und dann sind es nur noch 2000 Kilometer. Nur noch ist gut. Schreibt mir wenigstens noch mal eine Karte aus Gibraltar, bevor ich in der Wüste verirre. Wir werden doch gar nicht in die Wüste geschickt. Übrigens habe ich vor, wiederzukommen. Nee, nee. Danke. Danke, Anni. Ich danke dir, dass du mich noch fahren lässt. Du fährst doch prima. Also, gute Nacht. Hey, ich glaube, ich sollte öfter verreisen. Untersteh dich. Michael, wenn du zurück bist, dann... Dann? Dann freue ich mich. Also bis morgen. Ich komme hin, wenn ihr startet. Ich gehe dann erst zur dritten. Nacht, Michael. Na? Ich hätte gedacht, Richard schafft es, aber Ali hatte die ruhigere Hand. Cleo, ich muss nächste Woche nach Saarbrücken wegen der genormten Fensterrahmen aus Metall. Traust du dir das zu? Aber schön Wetter bestimmt. Aber ich mache keine kriminellen Sachen bei schlechter Sicht und so. Bald hast du Routine. Es gibt mutige Flieger, es gibt alte Flieger, aber es gibt keine alten. Nun lass dich mal nicht verrückt machen. Dem lauten Gast gehören doch auf die Finger. Aber davon habe ich keine Ahnung gehabt. Darf ich das mal Ihrem Mann zeigen? Natürlich. Herr Ziegler? Ja? Wollen Sie mal sehen? Danke. Ach du meine Güte. Die Nähnadel. Das abgebrochene Stück. Also, dass Sie das so lange ausgehalten haben. Respekt. Ja und? Was nun? Ach, kein Problem. Das machen wir ambulant. Sie können Ihre Frau gleich wieder mitnehmen, wenn es vorbei ist. Oder wollen Sie noch mal wiederkommen? Ich habe was zu lesen. Also, mein Schatz, bis später. Seid tapfer. Hm. Ach, Herr Doktor. Ja? Könnten Sie mir die Aufnahme später überlassen? Ja, ja. Danke. Das war eine abgekartete Sache. Herr Mühlen hat seine Spezies unter den Zöllnern gehabt, die gespickt wurden, damit die Importzölle wegfallen. Dadurch hat er ja die Wagen so gut absetzen können. Sag mal, wussten deine Kollegen Bescheid? Sascha schon. Der hat den Leuten die Kuverts ja zugesteckt. Aber diesmal ist die Sache aufgeflogen und wir waren dran. Ja, habt ihr ihnen denn nicht gesagt? Christian und ich wussten ja noch nicht mal, warum wir verhaftet worden sind. Und Zeit spielt da unten ja keine Rolle. Wie haben sie euch behandelt? Ach, es ging. Hamadi hat uns rechtzeitig rausgeholt. Ich hätte euch ja auch gerne Bescheid gegeben, aber wisst ihr was über Termühlen? Ja, Jean hat sich erkundigt, aber leider viel zu spät. Naja, alles, was man sich so wünscht. Ein paar Vorstrafen, ein paar Pleiten und ein riesen Schuldenberg. Verdammt, die Durchgangsstraße. Das hätte ich gerne noch geschafft als Bürgermeister. Thank you.
mal laut. Ziegler. Hamari? Was ist? Bist du ganz sicher? Ja, ich danke dir. Ruf im Büro an, wenn du was erfährst. Ich bin morgen unterwegs, aber ich stehe mit dem Büro in Verbindung. Ja, danke. Gute Nacht. Weiß er was? Sicher ist nur, dass sie gar nicht bis ans Ziel gekommen sind. Möglicherweise werden sie irgendwo festgehalten. Hamadi hat einen wichtigen Mann. Er fährt es morgen. Du hast also auch Angst? Natürlich. Sich alles auf. Hoffentlich. Wenn ihm nur nichts passiert ist. Naja, es muss ja nicht. Die Frauen sitzen zu Hause und machen Telefondienst. Na, was ist? Der Bach schon umgekippt? Ist nett. Aber wenn es lang genug geregnet hat, dann läuft das Klärwerk oben über und du bewässerst dein Feld damit. Deswegen lasse ich doch das Wasser untersuchen. Welche Kolibakterie? Die Ware froh, ich das ja schon mal drin. Und wenn es wieder so ist? Ich will es nicht hoffen. Du lieber Himmel, da kann die ganze Landwirtschaft zumachen. Aber bei dem Blei überall und den Schadstoffe. Du bist gut. Aber solange ihr euer eigenes Zeug noch fresst. Du bist da. Bei mir doch nicht. Wir kaufen im Bioladen. Albrecht. Na, so weit ist es noch nicht. Aber wenn das so weitergeht. Wir sollten da oben ein anständiges Klärwerk bauen. Da wisst ich schon, wer es baut. Nein, nein, der hat genug zu tun. Wo sind wir? Reicht ist der Erbeskopf Iderwald, 2684 Fuß. Also ungefähr 900 Meter. Wie du das kannst. Ich hätte gedacht, Richard schafft es, aber Ali hatte die ruhigere Hand. Mhm. Cleo, ich muss nächste Woche nach Saarbrücken wegen der genormten Fensterrahmen aus Metall. Hast du dir das zu? Aber schön Wetter bestimmt. Aber ich mache keine kriminellen Sachen bei schlechter Sicht und so. Bald hast du Routine. Es gibt mutige Flieger, es gibt alte Flieger, aber es gibt keine alten, mutigen Flieger. Gut, gut. Frag deine Wetterforscher. Meine Frau, die Pilotin. Wann kaufen wir eine Maschine? Schau, wir können auch gut weiter chartern. Du brauchst ein Kapital. Die vielen Projekte. Dass du noch schlafen kannst. Besser denn je. Gespannt auf die Bohrung. Spaß kostet mich 10.000 Mark. Schau, haben wir nicht ausgemacht, abends im Bett nichts Geschäftliches? Entschuldige, du hast recht. Also? Wann geht's denn los? Nächsten Montag. Du mit deiner Bohrung. Wenn er nichts findet? Dann bohre ich so lange, bis ich auf der anderen Seite wieder rauskomme in Australien.
Die werden sich freuen, du Verrückte. Du hast sehr süß ausgesehen heute Vormittag bei der Baggergeschichte. Danke. Am Sonnabend hoffentlich auch bei der Einweihung. Ich habe mich für Freitag schon beim Friseur angemeldet. Muss ich nicht schon morgen hingehen? Wozu? Ja, da kommen doch die Leute von der Abendbus. Die wollen eine Home-Story machen für die Wochenendausgabe. Oh, so muss das sein? Stundenlang kein Privatleben. Die glotzen in jeden Winkel. Immer muss man Cheese machen. Wie viel Mann hoch? Eine Reporterin mit einer Fotografin. Reporterin? Ist sie hübsch? Am Telefon klang sie ganz hübsch. Sascha ist mein bester Mann. Der fährt die Strecke. Es geht los. Tschüss, Anna. Mach's gut, Michael. Komm wieder, ja? Das wird dir nicht erspart bleiben. Vor dem originellen Brunnen hier. Du natürlich auch, Sohnemann. Komm, ja. So. Schön. Oh. Ja. Hast du's, ja? Fröhlich, immer schön fröhlich. Sehr schön. Schauen Sie mal an. Ja, wunderbar. Haben wir's, ja? Gut, dann gehen wir jetzt mal rein, ne? Ach, das wird ja entzückend. Aber lassen Sie sich ruhig Zeit, wir machen erst die Aufnahme im Wohnzimmer. So, was haben wir denn hier? Ah ja, das ist die reizende kleine Küche. Gut. Kommen Sie doch, kommen Sie. So, jetzt mal das Ehepaar hier am Rauchtisch in angeregter Unterhaltung. Ach, ist die hübsch. Kriegen wir die drauf, Sonja? Die Platte spiegelt zu stark. Ach komm, versuch's mal. So, Herr Ziegler, Sie erzählen Ihrer Frau gerade von einem neuen Riesenprojekt. Dazu soll ich lächeln. Ja, natürlich, Sie freuen sich doch. Ja, komm, gut. Komm, fangen wir an, ja? Also, groß, ne? Breit. Sehr weit, ja. Und die müssen tief auspacken, tief runter, ja. Ja, in die Kamera gucken, Herr Ziegler. Immer schön in die Kamera. Ja, und wird ein Riesenwolkenkratzer. Hoch hinaus. Ja, und Sie freuen sich, Sie freuen sich. Sie sind stolz auf Ihren Mann. Er ist ein Baulöwe, ein Gigant, ein Tycoon. Ja, fabelhaft. Wunderbar. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ach ja, richtig, der Flügel. Ihr Sohn hat doch Klavierunterricht, ne? Kommst du mal, Sebastian? Komm, setz dich mal ran. Andreas, ja. Spielst du uns mal ein paar Takte? Muss ich. Es tut ja nicht weh, Andreas. Dauert ja auch nicht lange. Siehst du, spiel uns ein bisschen was von Mozart, hm? Hört man das auf dem Foto? Na und ob, das kommt auf dem Bild zum Ausdruck, was du spielst und ob du wirklich spielst. Ja, und die Mutti? Kommen Sie mal rüber. Die Mutti stellt sich zum Flügel und blättert die Noten um, ja? Und der Papa hört stolz zu. Rüber? Sie auch? Okay. Ja. So, okay. Dann nicht. Du hast vielleicht Nerven. Ich ruf den Kerl mal an. Mir hat dieses Unternehmen von Anfang an nicht gefallen. Ach, nur warte erst mal ab. Na, erst mal kommt er überhaupt nicht. Natürlich kann er da. Ich glaube, die Privatnummer steht auch auf dem Zettel. Ja, danke, ich sehe schon. Hoffentlich weiß er was. Bitte, da haben wir es. Was denn? Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Friedrich. Was ist mit Michael?
Keine Ahnung, er war nicht in der Maschine. Das weiß ich auch. Und? Beunruhigt dich das gar nicht? Nein, bis jetzt noch nicht. Natürlich, du bist ja auch nicht sein Vater. Friedrich, bei der Strecke, das sind x-tausend Kilometer, sie werden sich verspätet haben. Wenn es das nur ist. Und wenn er einen Unfall gebaut hat? Du sitzt doch sofort im Gefängnis dort unten. Soll ich dir was sagen? Wenn Michael was passiert ist, bist du schuld. Friedrich. Du hast ihn doch reingehetzt in das Abenteuer. Quatsch. Er hat den Job nur übernommen, weil du ihm das aufgeschwatzt hast. Und warum? Damit er verdient. Nein, du willst ihn bloß rüberziehen zu dir. Du willst ihn vereinnahmen. Glaubst du, ich merke das nicht? Friedrich. Na, du hoffst doch nicht mehr auf Andreas für deine Firma. Du brauchst einen Nachfolger, einen Statthalter, einen Erben. Ach, komm, Friedrich. Trinken wir erstmal ein. Ist doch Unsinn. Du hast Angst um Michael. Das ist ja verständlich. Aber wir sitzen beide in einem Boot. Ja, ich in einem alten Kahn und du in einer Luxusjacht. Ach so, das ist es. Aber du willst doch gar nicht mehr. Ich denke, du bist zufrieden. Bin ich. Schon gut. Sag mal, ist dieser Thermülenast rein? Wie kommst du denn da? Ich wollte ihn anrufen. Sein Telefon ist außer Betrieb. Das nützt nichts. Wieso? Sind Sie auch von der Kripo? Nein, warum? Die war schon zweimal da. Hier kommen andauernd Leute. Die meisten wollen Geld. Sie auch? Nein. Und Herr Thermülen? Der ist seit vorgestern nicht mehr aufgetaucht. Wenn ihm nur nichts passiert ist. Naja, es muss ja nicht. Die Frauen sitzen zu Hause und machen Telefondienst. Na, was ist? Der Bach schon umgekippt? Ist nicht. Aber wenn's lang genug regnet, tot. Dann läuft das Klärwerk oben über und du bewässerst dein Feld damit. Deswegen lasse ich doch das Wasser untersuchen. Welche Kolibakterie? Die waren froh, dass ich ja schon mal bin. Wenn es wieder so ist? Ich will's nicht hoffen. Du lieber Himmel, da kann die ganze Landwirtschaft zumachen. Aber bei dem Blei überall und den Schadstoffe. Du bist gut. Aber solange ihr euer eigenes Zeug noch fresst. Du bist da. Komm mir doch nicht. Wir kaufen im Bioladen. Albrecht. Na, so weit ist es noch nicht. Aber wenn das so weitergeht. Wir sollten da oben ein anständiges Klärwerk bauen. Da wisst ich schon, wer es baut. Nein, nein, der hat genug zu tun. Wo sind wir? Leicht ist der Erbeskopf Iderwald. 2684 Fuß. Also ungefähr 900 Meter. Wie du das kannst. Schau. Milo, was ist? Milo! Ich übernehme gleich. Gott sei Dank. Entschuldige bloß. Die Schmerzen. Ich bin gleich wieder da. Wind aus 270 Grad mit 15 Knoten. Sehr schön. Mit dem Wetter. Macht 7,20 Mark Landegebühr. Lilo, hör mal. Wilsheimer Baufirma im Zwielicht. Bau- und Behördenskandal aufgedeckt. Bauland zu Schleuderpreisen von der Stadt. Großer Gott, Jean. Ah, das klären wir später. Jetzt fahren wir erstmal ins Krankenhaus. Herr Krusche, kann ich die Zeitung mitnehmen? Ach, das? Ja. Dankeschön.
Nun lassen Sie sich mal nicht verrückt machen. Dem lauten Gas gehören doch auf die Finger. Aber aus einem verrotteten Tank. Gott sei Dank war es nicht viel. Wir haben den Dreck abgepumpt. Die tieferen Schichten sind nicht verunreinigt. Wir bohren weiter. Möchte unbedingt... Entschuldigt. Anni, was ist denn? Michael ist nicht gekommen. Steht der vor kurzem eingeweihte Museumsbau, mit dem die ohne dies schon reiche Berliner Kulturszene... Ja, aber das ist doch... Und der andere ist auch nicht gekommen. Ja, und nun? Ja. Anni, danke. Wenn du was hörst, ruf sofort an. Sie war am Flughafen. Michael ist nicht gekommen. Tja, wahrscheinlich kommt er morgen. Sicher haben die einen Tag länger gebraucht bei der Strecke. Ist dir klar, was auf so einer Fahrt alles passieren kann? Ach, Friedrich, natürlich. Aber schließlich ist Michael ein guter Fahrer. Und außerdem, wenn wirklich was passiert wäre, dann hätte uns dieser Termühlen doch verständigt. Du hast vielleicht Nerven. Ich rufe den Kerl mal an. Mir hat dieses Unternehmen von Anfang an nicht gefallen. Ach, nur warte erst mal ab. Na, erst mal kommt er überhaupt nicht. Natürlich kann er da. Ich glaube, die Privatnummer steht auch auf dem Zettel. Ja, danke, ich sehe schon. Hoffentlich weiß er was. Bitte, da haben wir es. Was denn? Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Hallo, Friedrich. Was ist mit Michael? Keine Ahnung, er war nicht in der Maschine. Das weiß ich auch. Und? Beunruhigt dich das gar nicht? Nein, bis jetzt noch nicht. Natürlich, du bist ja auch nicht sein Vater. Friedrich, bei der Strecke, das sind x-tausend Kilometer, sie werden sich verspätet haben. Wenn's das nur ist? Und wenn er einen Unfall gebaut hat? Du sitzt doch sofort im Gefängnis dort unten. Soll ich dir was sagen? Wenn Michael was passiert ist, bist du schuld? Friedrich. Du hast ihn doch reingehetzt in das Abenteuer. Quatsch. Er hat den Job nur übernommen, weil du ihm das aufgeschwatzt hast. Und warum? Damit er verdient. Nein, du willst ihn bloß rüberziehen zu dir. Du willst ihn vereinnahmen. Glaubst du, ich merke das nicht? Friedrich. Na, du hoffst doch nicht mehr auf Andreas für deine Firma. Du brauchst einen Nachfolger, einen Statthalter, einen Erben. Ach, komm, Friedrich. Trinken wir erstmal einen. Ist doch Unsinn. Entschuldigen Sie, sind Sie mit der Maschine aus Tanga gekommen? Ja. Wissen Sie, ob nach Ihnen noch Passagiere kommen? Nein, ich glaube, wir waren die Letzten. Sie warten auch? Aber es kommt wohl keiner mehr. Das gibt's doch nicht. Auf wen warten Sie denn? Auf meinen Sohn, der hat einen LKW nach Marokko gefahren. Na, mein Freund auch. Sie wollten noch mit der Maschine kommen. Und sonst war er immer so pünktlich. Nur diesmal hat er sich von unterwegs kein einziges Mal gemeldet. Kein Öl? Scheiße. Andrea. Na, ist doch wahr. Die ganze Klasse freut sich. Jetzt sind wir nicht für die Jurings. Pech, Andi. Es wird nichts draus. Was war's denn? Es war doch Öl. Ja, aber es kam aus einem verrotteten Tank. Gott sei Dank war es nicht viel. Wir haben den Dreck abgepumpt. Die tieferen Schichten sind nicht verunreinigt. Wir bohren weiter. Möchte unbedingt... Entschuldigt. Anni, was ist denn? Michael ist nicht gekommen. Steht der vor kurzem eingeweihte Museumsbau, mit dem die ohne dies schon reiche Berliner Kulturszene... Ja, aber das ist doch... Und der andere ist auch nicht gekommen. Ja, und nun? Ja. Anni, danke. Wenn du was hörst, ruf sofort an. Sie war am Flughafen. Michael ist nicht gekommen. Tja, wahrscheinlich kommt er morgen. Sicher haben die einen Tag länger gebraucht bei der Strecke. Ist dir klar, was auf so einer Fahrt alles passieren kann? Ach, Friedrich, natürlich. Aber schließlich ist Michael ein guter Fahrer. Und außerdem, wenn wirklich was passiert wäre, dann hätte uns dieser Termühlen doch verständigt. Du hast vielleicht Nerven.
Ich ruf den Kerl mal an. Mir hat dieses Unternehmen von Anfang an nicht gefallen. Ach, nur warte erst mal ab. Na, erst mal kommt er überhaupt nicht. Natürlich kann er da. Ich glaube, die Privatnummer steht auch auf dem Zettel. Ja, danke, ich sehe schon. Hoffentlich weiß er was. Bitte, da haben wir es. Was denn? Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Hallo, Friedrich. Was ist mit Michael? Keine Ahnung, er war nicht in der Maschine. Das weiß ich auch. Und? Beunruhigt dich das gar nicht? Nein, bis jetzt noch nicht. Natürlich, du bist auch nicht...